Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Folge Nummer 13 müsste es sein. Und wie versprochen, was ist denn los mit uns? Kälte. Setzen wir uns nochmal kurz ans Feuer. Wie versprochen, werden wir uns jetzt mal auf die Jagd nach Vögeln machen. Ich habe nochmal kurz ein paar Tipps gelesen. Eigentlich heißt es in der Nacht zum Wasser, weil die Möwen sich dann in die Nähe des Wassers oder an den Strand setzen und wohl einfach zu jagen sind. Dunkel haben wir es ja gerade. Ich mache euch mal eine Fackel an, dass ihr was seht. Und auch wenn ich mal in eine andere Richtung gehen wollte, würde ich es jetzt doch mal probieren, hier ans Wasser zu rennen. Falls wir noch den ein oder anderen Hirsch finden. Also. Aber den kriegen wir nicht mehr. Nö. Haben allerdings, nee, wir müssen erstmal den Bogen reparieren. Ich sehe gerade, der ist fast kaputt. Wäre natürlich äußerst ärgerlich, wenn wir jetzt ganz viele Vögel und Möwen finden. Und dann ist unser Bogen kaputt. Mit dem Speer wird es natürlich auch gehen. Aber ich finde Bögen gar nicht so schlecht. Wie viele Pfeile haben wir denn noch? 16 Stück, ne? Da brauchen wir auch noch welche. 211 Kilo einstecken. Naja, 197 jetzt noch. Wir können aber trotzdem mal hier die Steine reinpacken. Unterwegs brauchen wir die natürlich nicht. Und dann haben wir bloß noch 87 Kilo. Das sieht gut aus. Und ab zum Wasser. Ich hab was gehört. Aber im Dunkeln sieht man es natürlich noch viel schlechter. Da ist er. Mit dem Bogen. Ach, das war so knapp. Schade. Kriegen wir den noch? Ich glaube fast nicht, ne? Selbst wenn, haben wir mit unserem Rennen wahrscheinlich gerade auch alle anderen Hirsche verjagt. Aber okay. Wir sind nicht wegen den Hirschen hier. Sagen wir, gehen jetzt hier erstmal im Dunkeln ein bisschen auf Vögelsuche. Und wenn es wieder heller wird, können wir ja dann auf dem Rückweg uns noch ein paar Hirsche vornehmen. Weil ich glaube, 4 braucht man noch, ne? Genau, 4 Hirschfälle. Dann haben wir auch erstmal vorerst das letzte. Gott. Die erschrecken mich aber auch jedes Mal. Die siehst du halt vorher nicht. Gerade im Dunkeln, wenn die Augen noch so leuchten. Etwas gruselig. Hey, eine Nixentrophäe. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt. Wir hatten, glaube ich, so eine Echse an diesen. So einen Echsenmensch, glaube ich, oder? Wie so war. Ich glaube, so einen Echsenmensch hatten wir. An den Stein ganz am Anfang. Vielleicht brauchen wir ja dafür die Nixentrophäen. Lauf mal hier hinten in die Richtung weiter, weil da waren wir noch gar nicht so weit. Und hoffen einfach mal, dass wir was finden. Das ist ein Feuerstein? Ja. Passt dran vorbeigelaufen. Dachte, es ist ein normaler Stein. Aber das sieht mir hier absolut nicht nach Vögeln aus. Dabei habe ich so Lust zu Vögeln. Verdammt. Und das da hinten, das Weiße, was da rausguckt. Ist das ein Vogel? Schießen einfach mal drauf. Könnte eine Möwe sein. Oh Gott, müssen viel höher zielen. Jawohl! Oh, die gehen ja gut auf. Und eine ganze Wildschweine-Bande hier. Natürlich schön, da fliegen die Vögel, die Federn weg. Wie viel haben wir bekommen? 3 Stück, okay. Himbeeren schnell noch eingesammelt. Und dann geht's noch etwas auf Wildschweinjagd. Bogen verbessert.
Kann man wissen, was wir da genau verbessern bei dem Bogen, ob der stärker wird, was ich nicht glaube. Die haben ja eigentlich feste Werte. Oder ob es vielleicht weniger Ausdauer verbraucht. Oh, hier könnte es eine Trophäe geben. Ey, warum haben wir Schaden gekriegt? Ich hab doch geblockt. Du Schwein. Das werde ich jetzt öfter machen, dass wir mal blocken. Ich glaube, das kann nur nützlich werden. Könnte natürlich auch das Schild mitnehmen. Ich hoffe mal, es ist jetzt nicht so dunkel in der Aufnahme, weil ich die ganze Zeit keine Fackel anhab. Hallo. Da hinten könnte noch eine Möwe sein. Ich sehe einen kleinen weißen Punkt. Sag mal, ist einfach weggerannt. Hat mich doch gesehen. Komm, greif an. Ach. Wir hauen noch mal schnell was zu essen hinterher. Muss reichen. Ich möchte mein Fleisch nicht verbrauchen. Ich bin da so ein Geizhals, was Fleisch angeht. Ist das ein Tier? Ist ein Löwenzahn, ne? Ja. Es klang wie ein Bellen. Und wie Bellen klingt, klingen eigentlich Hirsche. Na, der Wind steht voll in unsere Richtung. Sieht man wirklich schwer. Ich weiß nicht, ob ich nur so blind bin. Hattest du noch Kumpels? Ach, verdammt. Jawohl. Sehr gut, da müssten wir ja schon wieder 2 Hirschfälle haben. Trophäe gab's, rotes Fleisch. Oh, 2-mal Hirschfell gleich. Wenn der noch 2-mal gibt, dann haben wir schon unsere. Na, leider nur 1-mal. Ne, 2-mal. Wir haben unsere 6 Stück. Müssen wir jetzt unbedingt noch nach Federn gucken. Oder nach Vögeln, besser gesagt. Was war dort? War bloß der Stein, ne? Ja, teilweise echt Halluzinationen in dem Spiel. Ich mache euch mal wieder die Fackel an. Das ist auch wieder bloß ein Löwenzahn da hinten. Das kann da jetzt nicht bei der einen Möwe geblieben sein. Tag Nummer 10 haben wir schon. Aber ich sehe halt auch wirklich keine weiteren. Jetzt wird's hell. Wir lassen die Wildschweine erstmal kurz links liegen. Bei Federn sind wir dann gerade doch wichtiger. Feuerstein nehmen wir natürlich mit. Liebes Spiel, gib mir doch Vögel. Ich habe mir leider nicht gemerkt, wie viele Federn wir benötigen für die Feuerpfeile. Aber 3 werden wahrscheinlich nicht reichen. Und selbst wenn, reicht uns auch nicht ein 20er Stack. Ich würde dann doch schon lieber 2 oder 3 mitnehmen. Weil halt wirklich überall steht, man sollte sehr, sehr gut vorbereitet zu dem guten Eiktür gehen. Und das nehme ich mir natürlich zu Herzen. Keine Lust auf böse Überraschungen. Wir können die Vögel ja höchstwahrscheinlich eh nur schießen, wenn die auf dem Boden sitzen. Ach komm. Auf die habe ich irgendwie gar keine Lust mehr hier. Bring halt auch einfach nichts Gutes. Ich glaube, hier war eine Nixe im Wasser. Irgendwas hatte ich gesehen. Ah, da drüben ist sie. Ja, was machen wir nun? Sind schon relativ, so weit sind wir noch gar nicht vorgedrungen.
Wir laufen mal hier noch ein bisschen den Strand lang. Sieht schön aus hier mit dem Sonnenaufgang. Gefällt mir sehr gut. Da ist ein Hirsch. Nein. Hätten auch zwei auf einmal treffen können. Das wäre cool gewesen. Vogel. Als würde mir das Spiel was sagen wollen. Erst den Hirsch. Oh, wenn ich das Wildschwein noch getroffen hätte, wäre auch cool gewesen. Hä? Nein. Nein. Verdammt. Da landet der genau vor meiner Nase. Ich treffe ihn nicht. Und dann verschwindet der wieder. So alarmiert waren die Hirsche eh schon. Gucken wir mal, ob man einen kriegt. Ach, es hat nicht gereicht. Das gibt's doch nicht. Aber er ist verwundet. So können wir den hier nicht zurücklassen. Lass mich dich befreien von deinen Qualen. Oder auch nicht. Also macht's anscheinend auch was mit dem Schaden aus. Ob wir den Bogen komplett spannen. Macht ja auch Sinn, fliegt der Pfeil schneller. Aber hätte ja sein können, dass es bloß was mit der Trefferquote zu tun hat. Was haben wir denn hier eigentlich Schönes? Ah, nicht rutschen. Dann doch. Dass der uns nicht gehört hat und die anderen rennen dann teilweise weg. Obwohl du noch 100 Meter entfernt bist. Die haben anscheinend nicht alle das gleiche Gehör. Keine Kumpels? Leider nein. Hier haben wir noch ein Steinchen. Das lesen wir uns doch mal durch. Hör diese Worte von Ulf, einem armen Siedler in einem fremden Land. Du wirst hier gute Steine und gutes Holz finden, also alles, womit du ein Haus bauen kannst. Fertige ein Dach an, das dich vor dem Regen schützt. Errichte danach Mauern, um zu verhindern, dass dein Dach zu Boden fällt. Am Ende fertige eine Tür, damit du hinein und hinaus gelangst. Diese Dinge hat Ulf gelernt, jetzt hält er sie auf dem Stein fest, um anderen zu helfen. Bete für seine Seele zu Odin. Ich glaube, von dem guten Ulf hat man schon mal was gelesen. Und sogar was sehr ähnliches, aber der Stein hier kann es eigentlich nicht gewesen sein. Weil wir hier noch nicht waren. Sind auf jeden Fall nicht unbedingt die besten Tipps. Wildschwein? Na komm her. Trau dich. Sehr gut. War alles aufgenommen, passt. Also Vögel sind halt wirklich sehr rar. Ich weiß nicht, ob wir einfach in einem schlechten Gebiet sind. Aber wenn hier so alle 10 Minuten mal eine Möwe mal vor uns Halt macht, dann kommen wir halt definitiv ja nie auf die Federn, die wir brauchen. Feuersteintechnisch sieht es echt geil aus hier. Das freut mich sehr. Könnte man sogar überlegen, Feuersteinpfeile zu machen? Ich habe mir die Werte noch nicht angeschaut, aber da sie ja halt mehr kosten, sprich Feuerstein noch zusätzlich, wird es wahrscheinlich auch eine Nummer besser sein. Aber so ein paar Vögel wären noch schön. Ich sehe halt aber auch keine. Scheiße. Alter, was ist denn das? Oh Gott. Geh weg. Aber wir sind doch noch nicht im Dunkelwald, oder? Oh, der hat uns gesehen. Ach du Scheiße. Kann man einen Pfeil drauf schießen, einfach mal um zu gucken, wie viel Leben der hat? Langsam ist er ja. Ein Troll ist das. Oh, es geht eigentlich. Oh, er wird schneller. Oh Gott. Ich glaube, wir haben ihn wütend gemacht. Und noch eine Nixe. Geh weg, Nixe. Nein, er geht wieder zurück. Er kommt wieder zurück. Hat er jetzt wieder volle Leben? Wir treffen ihn nicht mehr. Oh,
will mich halt echt auf gar keinen Fall von dem treffen lassen. Aber wir haben keine Ausdauer. Ach du Scheiße. Renn! Oh Gott. Gönn dir Ausdauer, komm, ist irgendwie so Nixenschwanz oder sowas. Wo haben wir denn was? Hier. Nein, alles roh. Hier. Jetzt kommt er wieder zurück. Mist. Will er halt nicht wissen, wie viel Schaden der macht, wenn der uns einmal trifft mit seinem Baumstamm da. Oh Gott. Aber er ist sehr langsam. Wir probieren es einfach mal. Eigentlich wollte ich erst wegrennen. Oh Gott. Oh Gott, Nixon, nein. Das ist Nixon, was für schwache Nerven. Oh Gott. Oh, danke für den Baumfällen. Komm, Nixe, geh weg. Wollte eigentlich keinen Pfeil benutzen, aber... Oh. Müssen unbedingt erstmal ein bisschen Ausdauer generieren. Damit habe ich nicht gerechnet. Habe ich tatsächlich auch noch einen Keim... Eine Möwe. Wo ist sie hin? Nein. Es kommt natürlich immer alles, wenn wir keine Zeit dafür haben, ne? Zack. Der erste Pfeil hat irgendwie mehr abgezogen, hatte ich das Gefühl. Könnte man eigentlich benutzen zum Wälderroden. Ach, Mist. Wir müssen auf jeden Fall den Kopf treffen. Aber glaubt mir, das ist einfacher gesagt als getan. Aber ich bin zuversichtlich. Wow. Ach, und noch ein Gräuling, natürlich. Komm, verzieh dich. Ich will meine Ausdauer jetzt nicht für dich verschwenden. Hau ab. Ich glaube, 39 hat man... Ist mir zu nah. Ich glaube, 39 Schaden hatten wir gemacht, wenn wir direkt den Kopf treffen, ne? Halt echt gucken, dass wir hier nicht von Bäumen erschlagen werden. Ach, Keuling. Geh doch weg. Was liegt denn hier alles? Ach, das ganze Holz und Harz. Cool. Schnell eingesammelt. Das war Verschwendung. Ach, und er hält natürlich mehr als einen Pfeil aus. Dürfen uns auch... Oh, wir haben kaum noch Ausdauer. Jetzt könnte es knapp werden. Komm, schlag halt einmal zu. Oh Gott. Alter Schwede. Hat das viel abgezogen. Nein. Ich sterbe jetzt nicht, das kannst du völlig vergessen. Nein, wir haben keine Ausdauer. Pilz, Himbeere, hau doch alles rein, was geht. Wir müssen ein bisschen mehr Abstand gewinnen. Nicht ins Wasser, das ist mir gerade absolut nichts. Ich glaube, der kann auch die Steine zerkloppen. Obwohl wir Steine echt genug haben. Ich sollte mir nicht über... Wir haben keine Pfeile mehr. Ach komm. Wirklich jetzt? Scheiße. Ah, der ist doch fast tot. Wie wollen wir ihn dann kriegen? Das war klar. Ach Mist. Na, zum Glück haben wir ein Bett, dass wir wieder spawnen. Der erste Tod nach Tag 10... Ich wollte es jetzt halt auf Nahkampf versuchen. Ich dachte, wenn wir ihn erstmal schlagen lassen und dann die Zeit nutzen, die er braucht, zum Wiederaufstehen, obwohl das auch nicht lange ist. Ach, Mist. Naja, wir holen uns unseren Loot wieder. Ich hoffe doch sehr, dass wir alles wieder kriegen. Kein Fähigkeitenabzug. Geht jetzt oben. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, ob wir irgendwann einen Fähigkeitenabzug kriegen, wenn wir zu oft sterben. Na komm, ja. Schnell wieder zurück. Ich bringe Nachrichten. Wir hören mal kurz Hugin zu. Jedes Mal, wenn du niedergestreckt wirst, vergisst du einen kleinen Teil deiner Fertigkeiten und lässt deinen Besitz fallen an dem Ort, an dem dich der Tod umarmt hat. Wenn du dir inzwischen wünschen solltest, wieder zu Hause zu sein, dann empfehle ich dir, dort ein Bett zu bauen, wo auch immer du dich zu Hause fühlst. Oder wie auch immer. War nicht ganz richtig vorgelesen. Also wir sehen auf der Karte, wo wir gestorben sind. Das ist schon mal ganz gut.
Und dann holen wir uns unseren Loot wieder. Ich weiß halt nicht genau, was wir jetzt an Fähigkeiten verlieren. Ob wir dann einfach im Blockenwert und Sprinten und so, ob das wieder weniger wird, das wäre natürlich sehr schade. Aber kriegen wir auch alles wieder hin. Wir machen jetzt hier erstmal ein Folgenende. Wir sehen dann in der nächsten Folge, ob wir alles wiederbekommen haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.